Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr einfach die Quest machen könnt. Nutze ein Lagerfeuer, einen Verkaufsautomat und eine Truhe in einem Match. Es gibt einen Ort, wo die alle recht nah beieinander sind. Und dieser Ort ist Loot Lake. Ich würde mit dem Automaten anfangen, weil da die Chance am geringsten ist. Normalerweise sollte nämlich an der Stelle hier ein Automat spawnen. Der ist hier leider nicht gespawnt. Deswegen muss ich jetzt nach hier oben und hole kurz den Automaten. Und zwar ist hier ein Automat. Der befindet sich hier auf der Stelle. Genau hier auf der Map. Planquadrat E3. Hier in dem Häuschen ist dann auch eine Kiste, die ihr looten könnt für die zweite Bedingung der Quest. Und das Lagerfeuer befindet sich dann hier oben auf der Erhöhung. Ihr seht jetzt hier auf dem Map Planquadrat E4. Hier ist auch eine Chest, die ihr looten könnt. Das heißt, also Chests sollten euch nicht fehlen bei der Quest. Dann, um die Quest mit dem Lagerfeuer zu bekommen, ihr müsst es auch wirklich nutzen. Das heißt, ihr braucht Fallschaden und könnt dann erst die Quest machen. Ich habe jetzt Fallschaden bekommen, zünde das Lagerfeuer an und werde hochgeheilt. Und dann habe ich die Quest. Und ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch geholfen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch geholfen hat. Und ja, lasst ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Fortnite-Videos, Challenge-Videos und so weiter, wenn ihr die nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Ciao.